ihr Hübschen. Ich habe jetzt mit ein paar YouTubern eine Kooperation. Und die Kooperation heißt Dankbarkeit. Und dazu haben wir uns ein paar Fragen ausgedacht, besser gesagt, die liebe Jenny von das verrückte Familienchaos kam halt darauf, eine Kooperation, Dankbarkeit ins Leben zu rufen. Und da ich ja natürlich schon eine Playliste habe mit Dankbarkeit, habe ich gedacht, ich mache dann mal mit. So. Erste Frage: Was ist für dich Dankbarkeit? Ja, ganz einfach, ich bin für alles dankbar und Dankbarkeit ist halt, dass man, wenn man das Gefühl hat, jemanden ein Dankeschön zu sagen oder ja, dann macht man das einfach. Zumindest bin ich so, dass ich dann, wenn ich das Gefühl habe, jemand hält mir zum Beispiel die Tür auf, draußen, wenn man so durch die Gegend läuft, ne, einkaufen oder so, dann sage ich auch Danke oder was auch immer so passiert zwischendurch. Und natürlich, wie man das ja in meinem Kanal schon sehen kann, habe ich ganz schön viel zu danken und mache immer wieder mal so Dankbarkeitsvideos. Mit der ganzen Dankbarkeit oder überhaupt mit der Dankesagung habe ich auch schon früh angefangen. Besser gesagt, man wird ja auch groß damit, mit Bitte und Danke mal zu sagen, ne? Auch wenn, ja, vielleicht zwischendurch das mal weg war. Naja. Dann die zweite Frage: Für was bist du dankbar? Ja, für alles bin ich dankbar. Für alles, was so kommt, was so passiert. Also ich bin dankbar, dass das Auto noch fährt, ich bin dankbar, dass mein PC noch läuft, ich bin dankbar für meinen Schatzi, ich bin, ja, dankbar für alles eigentlich und dankbar für jede Kleinigkeit, sei es auch nur, wenn ich einen Schmetterling im Sommer sehe oder so. Dritte Frage: Wie wichtig ist in unserer Gesellschaft das Thema Dankbarkeit? Wie wichtig? Also, ich finde das schon sehr wichtig, wobei es auch viele gibt, die diese Dankbarkeit oder das Danke sagen für entweder selbstverständlich sehen oder einfach darüber hinweggehen und sagen oder gar nichts sagen, sondern einfach an einen vorbeigehen, wenn man irgendwas gemacht hat, wo man doch vielleicht ein Dankeschön erwartet. Wobei ich dazu sage, wenn ich was mache, dann erwarte ich auch weniger. Ich lasse es dann auf mich zukommen, wenn dann einer sagt, ja, Dankeschön für dies und jenes, was auch immer, dann ist das halt so. Dann freue ich mich natürlich auch. So, so viel dazu. Und was tust du, also die vierte Frage, was tust du, um zu zeigen, dass du dankbar bist? Ja, wenn ich im Laden bin zum Beispiel, was ich ja mal in einem Video gesagt habe, wo ich in so einem Bioladen war, dass ich mich dafür bedankt habe, weil ich das so schön fand, ja, wie toll das sortiert ist da in dem Laden gewesen und so toll beschriftet und so. Und dann habe ich mich bei dem Verkäufer oder auch Inhaber gleich bedankt, wie toll die Einrichtung ist und alles Mögliche. Und so mache ich das halt auch immer öfters. Nicht öfters, sondern eigentlich meistens immer. Und natürlich, wenn man das so sehen kann, ich weiß nicht, wie viele Videos ich gemacht habe, wo dann immer steht, natürlich so und so und Dankeschön. Und das ist halt so mein, ja, natürliche Dankbarkeit sozusagen. Fünfte Frage: Was kannst du tun für andere? Ja, da habe ich ja schon erzählt, das mache ich ja die ganze Zeit schon. Zumindest mache ich das einfach so. Mich einfach zu bedanken bei jedem oder dies oder jenes, was dann kommt. Ob ich dann neben meinem Schatzi liege und sage, Dankeschön, dass du da bist, warum auch immer. Naja, weil nicht warum auch immer, weil es halt so ist, ne?
Oder Dankeschön. Ja, ich sag immer schön, Dankeschön. Ich sag immer Dankeschön. Danke, danke, Dankeschön. Und ich glaube, das reicht doch, oder? Dass ich sowas tue und auch mache und gerne auch Freude daran habe, denn ich sprühe so voller ja, Liebe und Dankbarkeit. Und deswegen danke ich natürlich auch an diese Kooperation und die da mitmachen. Die werde ich, also das Ganze werde ich natürlich alles in die Box verlinken, weil ich jetzt weniger die Namen alle aufzählen möchte. Und vielleicht kommt ja auch noch jemand dazu, bis das hier hochgeladen wird. Wer weiß, wer weiß. Ich bin ja mal gespannt. Aber es ist halt so ein kleines Grüppchen mit diesen kleinen, ja, 5 Fragen, die ich sozusagen jetzt so beantwortet habe. Und für mich ist das meine Meinung, meine richtige und wichtige und gute Antwort. Und was ihr daraus macht, das ist, ja, eure Sache, euer Weg, eure Entscheidung. Und ich sag nur, danke und lasst es euch gut gehen und noch eine schöne Zeit. Ciao!